Eine Bilanz über die bisherigen Corona-Hilfen der Regierung zieht der Finanzminister. Er gesteht ein, dass anfangs einiges holprig verlaufen sei, schickt dann aber gleich hinterher, dass Österreich jetzt im EU-Schnitt Nummer 1 wäre. Roland Adrowitzer, wie sehen das denn die Menschen, bei denen diese Hilfsgelder ankommen hätten sollen? Ist holprig das richtige Wort? Am Anfang war es sicher so. Also da gab es ja sehr viel Kritik. Die hat sich dann ein bisschen abgeschwächt. Es gibt Bereiche, die durchaus nicht klagen können. Das sind manche Gastronomen, denen man sogar, ich habe das so auch von Bekannten gehört, die gesagt haben, ich habe gar nicht mit so viel gerechnet, denen man 80% des Umsatzes da lange Zeit ersetzt hat. Es gibt halt andere Bereiche, die klagen, vor allem Einzelunternehmer oder aus der ganzen Eventbranche, dass bei ihnen so gut wie nichts oder nur das Notwendigste angekommen sei. 34 Milliarden, der Finanzminister hat die Zahl wieder erwähnt, eine gigantische Summe. Unvorstellbar wäre das gewesen, wenn du dich erinnerst an diese erste Pressekonferenz am Beginn der Pandemie, als sich die Sozialpartner hingestellt haben und gesagt haben, 4 Milliarden werden bereitgestellt, haben wir schon geschaut. Und heute sind wir fast beim Zehnfachen angelangt. Da sieht man, was da in diesen 15 Monaten geschehen ist, wie viel Geld da in die Hand genommen wurde, Geld, das irgendwann einmal, das wird doch wieder zurückgezahlt werden muss. Oder man hofft eben, dass ein Wirtschaftswachstum, von dem sich alle hoffen, dass es doch bald eintritt, dass das diese Verschuldung wieder quasi hereinbringt. Wir leben nach wie vor in einer Nullzinsphase, wenn nicht sogar teilweise negative Zinsen. Im Moment ist die Verschuldung auf den Finanzmärkten quasi kostenlos. Das wird aber nicht ewig so bleiben. Wie immer haben wir die unterschiedlichen Zugänge. Die Regierung, der Finanzminister, sie loben sich selbst. Es gibt Kritik, wir haben am Schluss ja auch wieder gehört, an diesen Maßnahmen des Zukunftsfonds, die Kritik von den Sozialpartnern, dass sie zu wenig eingebunden wurden. Aber ich glaube, das sehen wir quer durch Europa. Unglaublich, wie schnell sich da die Größenverhältnisse ändern, in denen man denkt, ganz ähnlich wie bei den Infektionszahlen. Jetzt kommen wir mit dem Impfen voran, sehr langsam aber doch. Und schon langsam beginnt sich der Tourismus wieder Hoffnungen auf eine Sommersaison zu machen. Wie wird denn die ausschauen? Das wird natürlich davon abhängen, wie viel wir wirklich schaffen, in ganz Europa bis zum Sommer zu impfen. Diese seit langer Zeit zum ersten Mal gute Nachricht gestern von BioNTech Pfizer, dass 150 Millionen Dosen vorgezogen werden für ganz Europa. Das heißt für Österreich 1 Million noch im zweiten Quartal. Das lässt doch hoffen, dass bis zum Juni, Juli in ganz Europa etwa 60% der impfwilligen Bevölkerung geimpft sind, wenn alle Lieferungen halten. Das wäre die Voraussetzung für den Tourismus. Und die zweite wäre dieser ominöse grüne Pass auf dem Handy, wo die Vorbereitungen der gesamteuropäisch laufen soll. Österreich wollte ja schon im April da Vorreiter spielen. Das spielt es jetzt nicht mehr. Man hofft jetzt gemeinsam auf europäischer Ebene, das bis Juni zu schaffen. Nur man weiß, wie kompliziert das etwa nur bei der digitalen Gesundheitsakte, bei derartigen Vorhaben ist, das in ganz Europa zu vernetzen. Das wird schwierig sein. Aber es andere Tourismusländer wie Italien, wie Griechenland, die starten schon längst massive Werbekampagnen und die warten auf die reisewilligen und auch reisefähigen Gäste, vor allem etwa aus Großbritannien, die weit höhere Impfrate haben. Und Österreich wird sich da wohl versuchen anzuhängen. Im Vorjahr war ja der Sommer dann letztendlich gar nicht so schlecht, zumindest an den österreichischen Seen, im Salzkammergut, in Kärnten, Burgenland. Da hatte man ja sogar überraschend gute Zahlen. Ganz, ganz schlecht war der Städtetourismus. Das hat ja der Finanzminister hier auch wieder erwähnt. Der Städtetourismus, der ja fast nur von ausländischen Besuchern abhängig ist, Wien, 80%. Es sind gerade jetzt die Zahlen gekommen vom Wiener Flughafen, -73% gegenüber dem März des Vorjahres, der letzte Monat, wo noch halbwegs geflogen worden ist. Der Einbruch ist dramatisch und wenn da ausländische Gäste nicht kommen dürfen, dann wird es für die meisten Wiener Hoteliers wahrscheinlich oder Salzburger Hoteliers vielleicht vernünftiger gar nicht aufzusperren, als sich nur auf den Inlandstourismus zu verlassen. Die Hoffnung liegt auf den Fortschritt der Impfkampagne in ganz Europa und auf diesem digitalen grünen Impfpass.
wo immer noch nicht ganz klar ist, was ist alles verzeichnet. Nur die Impfungen, mit welchem Impfstoff ist man geimpft, ja, nein. Auch die Tests und zusätzliche Schwierigkeiten, wie kurzfristig geht das, dass man die Tests registrieren lässt, wie lang geht das. Das sind sehr, sehr schwere logistische Fragen, die dann noch zu lösen sind. Schwierig und kompliziert. Vielen Dank fürs Erste, Roland Adrowitzer.